Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Feiertag. Und jetzt holen wir uns da oben noch eben das Fossil. Ich zeige euch das mal eben. Naturkundler. Na, hat ja leider nicht geklappt. Schwarzbrenner nachher mit der Band spielen. Sammler, da oben ist es. Dann holen wir uns das eben. Sind da wieder perfekte Tierchen. Haben wir genug abgegeben. Bevor ich jetzt hier wieder mich verzocke. Da holen wir. Da hat schon wieder einer Bock. Der kommt hinter uns her, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die Grizzlybären das Wort auf mich abgesehen. Damit. Mal gucken, geht das hier so halb? Ja, ja, das geht. Aha. Hier tickt aber auch was. Oh, dann ist hier noch eine Münze drunter. Auch gut. Die nehmen wir mit. Wo wir gerade hier sind. Schade, hier ist keine Pulle. Den Schwarzgebrannten nehmen wir auch mit. Jetzt machen wir uns auf dem Weg zu dem Fossil. Das hier. Die Gegend hier ist ja auch ein Knüller. Hier wird es auch schon mächtig kalt. Jo, minus eins. Zeig euch das mal eben. Na, da nicht. Da oben sind wir. Wahnsinn. So. Das heißt, wir brauchen übrigens noch einen fliegenden Vogel. Ja, die Schafe. Tja. Naturkundler. Ja, legendäre Tiere fotografieren, das wäre das Einfachste, ne? Weil bis der Kompagnon hier fertig ist, das dauert ja noch. Zu, dass wir eben ins Lager kommen. Kann man hier nicht eine Schnellreise machen, oder? Nee. Muss ich doch noch eine Kopfgeldjagd annehmen?
war mal wieder ungeschickt. Ach, hier sind wir. Ja, da muss ich in der Story auch noch hin. Mal kurz nochmal orientieren, wo es ist. Da auf der Ecke. Gut. Hier ist nicht noch einer, das gibt's doch nicht. Na, ich denke, bis zum Lager wird er mir nicht folgen. Oh! You came. To me? Just to talk to me? Huh? Over and over again. Keep on meeting by the fire. I'll die without you helping me. Or worse. I've been dead before. Okay. Knorpeligen Fisch geben, ja klar. Wir sind mal nett zu dem. To think. I was gonna off to kick the roses. Ha! Honestly, you're too kind to that one. Echt, ich bin zu freundlich zu dem. Nein. Der hat's halt nicht alle. Supplies are looking healthy right now. So, dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise zu Emerald Ranch und gucken mal, ob wir da ein paar Schafe finden. So, dann kann ich hier auch eben was trinken. Oh. Haben wir auch noch Glück. Vögel, ne? Wo sind die denn jetzt? Da. So. Und hier vibriert's auch. Whisky mit. Ist hier noch was? Nö. Super, weiter geht's. Ich hatte gehofft. You're just a tenderfoot with the mask on. Dass hier der legendäre Bison ist. Aha. Im Ausbuddeln hier. Ich habe keinen Bock auf eine Kopfgeldjagd, das kann ich ja so sagen. Wie? Keine Schafe? Oh nee. Der Wohnwitz. Ja, dann. Obwohl, ganz ehrlich, dann nehmen wir eine von hier an, das spielt ja gar keine Rolle. Unter 5 Minuten ist der Spaß. Die nehmen wir. Oh nein, das war die falsche. Das war die falsche. Hat einen Reisenden entführt. Moment mal. Irgendwas vibriert. Boah, jetzt kann ich da
Jetzt habe ich mich selbst, ne? Ja, nun gut, dann ist das so. Vielleicht nehmen wir mal lieber die Knarre. Was hat denn da? So. Hey, what the hell? Head back that way, you'll see him. Die Zeit läuft doch noch nicht, oder? Dann können wir da hier noch eben. Ein Theater. Wo muss ich hin? Okay, hier. Ja, wir machen da auch wirklich keine Gefangenen, sage ich euch so. So, sonst noch einer ohne Fahrschein hier. Ja, komm ran. So. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich gerade so ein Puma Panther war es, ne? Gehört habe, aber das ignorieren wir jetzt. Auf nach Rhodes. Fünf Minuten bleiben. Das sollte ja eigentlich klappen. Würde ich hier wieder querfeld einreiten, aber ich glaube, das lohnt hier nicht auf den paar Metern. Hier geht's ja. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Das meine ich. Ja. Manchmal geht das mal mächtig schief hier. Bleibt doch mal alle entspannt hier. Oh, hier schön schon mal am Galgen vorbei, aber den brauchen wir ja nicht mehr. What's the matter with you? Whoever you are. The dirt weren't bad enough. Don't want any livestock. Oh my God! Place too. So, Fall erledigt. Sheriff's Office thanks you for your work. So, unter 5 Minuten.
Und jetzt zeige ich euch das. Das heißt, eine Aufgabe haben wir noch. Ja, das Einfachste wäre natürlich ein legendäres Tier zu fotografieren. Aber... wir haben ja noch Zeit. Dann können wir jetzt besser ein bisschen jagen gehen, denke ich. Damit die Vorräte da nicht zu wenig werden. Ach, ich finde das stark, wenn das Licht so fällt. Das ist ja einfach irgendwie gemütlich. Wie hat der nichts zu tun? Doch, eigentlich schon. So, wir spenden mal alles Mögliche, was wir hier so über haben. Dann ersparen wir uns doch erstmal das Jagen. Taschen sind ja voll. Und jetzt wird's dunkel, ne? Dann könnten wir das gleich mit den Schafen nochmal eben versuchen. I'll take whatever I can get. So, was haben wir denn noch? Der ganze Kleinscheiß hier. I suppose this will do. Vier schlechte Fälle. Kann alles weg hier. Ah, perfekte Sachen behalte ich ganz gerne. Wer weiß, wann man es mal braucht. Good stuff. Oder seht ihr unten schon, Transaktion wird verarbeitet. Es war zu viel gespendet hier. Dann ab zur Ranch. Ich hätte gern die Schafe. Weil für 0,1 Gold, Barren, da kann man mal eben ein paar Schafe von anderen Leuten quasi klauen. Ne? Ja, ich hab's auch heute. Und nicht, dass ihr glaubt, ich hätte irgendwie schon Alkohol getrunken oder so. Machen wir die leise Nummer. Ja, wir machen die leise Nummer, denke ich. Der hat auch nur einen Stern. So, hier sind Schafe satt. Drei Stück war die Zahl, ne? Wieso geht das nicht? Natürlich Abzug in der B-Note. Dann dauert das auch immer noch so lange, ne? Und das ist so, das macht man am besten im Dunkeln. Mann, das dauert hier. Kommen Sie schon ran, Herr Schulze.
So, jetzt aber raus hier. So, Versorgung erforderlich. Dann. Jetzt hätte ich so ein... Da hinten ist er. Hätte ich noch am Stück eben mitgenommen. Der ist zwar jetzt hinüber hier. Aber was soll's. Ab nach Hause. You know, I don't know why I didn't start this business years ago. We're going all the way to the top, you and me. Supplies are good. I'm a happy man. So, die hauen wir auch noch raus. Yeah, anything's better than nothing. Dann bestellen wir die Vorräte. Impatient, ain't you? Dafür können wir noch was anderes gucken hier. Können wir noch was Gescheites kochen? Also gescheit schon, aber eben nichts, wo es 250 Points für gibt hier. So, dann reiten wir mal eben da hinten in die Ecke. Denn vielleicht erscheint ja der komische Biber. Was sagt die Uhr? Ja, das versuchen wir jetzt noch, ein legendäres Tier zu fotografieren. Ansonsten müssen wir gleich, ich weiß jetzt gar nicht, mit der Band spielen oder tanzen. Dann ist das so. Da ist er. Jetzt kriegen wir wieder nicht drauf, ne? Was ist er denn? Sehen. Oh, da hinten, der ist aber ganz schön abgezischt hier. Und dann ist es, wenn das Pferd nervös ist, kann ich hier nämlich nicht fotografieren. Schmeißt er mir ab. Seht ihr das? Ich kann die Kamera nicht ziehen. Passiert. Jetzt holen wir uns. Oh, er hat Bock. So, da seht ihr es. Die neuen Rollenherausforderungen sind erledigt. La
ohne dass wir tanzen mussten. Oder spielen. Jetzt nehmen wir den mal ein Stück mit. Auf geht's. So, kann ich mal eben kurz hier nochmal schnell einen Schluck trinken. So. Docks are looking good. So, den hauen wir raus und damit ist oben der Vorratsbalken voll. So, jetzt holen wir nochmal eben die Post ab hier. Lieferung abholen. So. Dann können wir nochmal den Hund streicheln. Oh, schon wieder eine Schatzkarte. Ah, der Hund will heute nicht. Habe ich ihn verärgert? So, jetzt aber. So. Dann machen wir Schluss für heute. Das war also der zweite Teil am Feiertag. Und damit sind wir durch hier. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.